117, glaube ich, im zweiten und Carlos hat dann da. Also die Sohnsklasse, was wollte man so? Ich bin gerade in Dresden angekommen und auf einmal hat mich die Polizei angesprochen. Bevor das Video so richtig beginnt, wollte ich mit euch die Verlosung vom letzten Gewinnspiel, worin zwei Leute diesen 71 Gramm leichten Campingkocher gewinnen können, starten. Die ganzen Auflösungen der ganzen Fragen sehen wie folgt aus. Zu Frage 1 würde ich Behring oder Bisping als richtige Antwort gelten. In Frage 2 Helmut und in Frage 3 Flatti. So, ich habe hier diesen Comment-Picker offen und hier gebe ich einmal die URL ein vom Video. Ich filter das auf Hashtag Kocher. 8 plus 1 sind 9. Und jetzt starte ich. Schwabi, herzlichen Glückwunsch. Dein Hashtag und deine Antworten sind richtig. Du hast diesen Kocher hier gewonnen. Und darauf werde ich jetzt auf dich mein Kopf fotokopieren. Ich habe für dich meinen Kopf fotokopiert. Den werde ich dir mitschicken zum Aufhängen. Und guck mal, diese scheiß Druckerpatronen, die sind vertrocknet so ein bisschen. Deswegen diese Streifen. Deswegen sieht das scheiße aus. Aber egal, ich schick das genau so. Ich werde jetzt auf dem fotokopierten Kopf ein Urin-Autogramm machen. Das hier, das ist ein Urin-Autogramm. Und dieses I, das soll ein Dreizack darstellen, weil ich der allerletzte Dreizack bin. Deswegen sieht das I wie so eine richtige Mistforke aus. Kommen wir jetzt zum zweiten Gewinner. Ich werde jetzt den Comment-Picker nochmal starten. City-Wok-Besitzer, herzlichen Glückwunsch, deine Antworten sind auch richtig. Du hast den zweiten gewonnen. Auf dich werde ich jetzt auch meinen Kopf fotokopieren. Also das hier, das ist der fotokopierte Kopf für dich. Ich werde dir auch noch ein Autogramm drunter schreiben. Und dann werde ich dir den auch mitschicken. Zum Aufhängen. Nochmals herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, dass ihr diesen Kocher hier gewonnen habt. Schreibt mir unter natururin@web.de eine E-Mail, dass ihr gewonnen habt. Und dann machen wir eine Art Verifizierung. Und dann tauschen wir Adresse aus und dann schicke ich euch das, inklusive den fotokopierten Kopf. Und für die Leute, die nicht gewonnen haben, aber trotzdem diesen Kocher haben wollen, ich habe euch diesen Kocher nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Und mit dem Rabattcode NATURURIN10 spart ihr weitere 10% auf jede Bestellung innerhalb dieses Online-Shops. So, das Video beginnt! Ich bin gerade in Dresden angekommen und auf einmal hat mich die Polizei angesprochen. Die kam damit nicht klar, dass ich hier meine Alljahreswetterhose anhab. Die wollten mich zu so einem Wärmeraum hinschicken, weil wir haben, keine Ahnung, minus 4 Grad oder so. Also gute Temperatur für meine Alljahreswetterhose. Ich find's gut. Mir ist nicht kalt. Da musste ich denen erst mal verdeutlichen, dass bei mir alles gut ist. Aber guck mal hier. Guckt euch mal diesen ganzen Eis hier vorne an. Hier ist überall von denen hier. Die sind hier überall, dieses Eis. Genau, hier guck mal, hier steht minus 4 Grad drauf. Also perfektes Wetter für meine Alljahreswetterhose. So, ich bin beim MEF-Fahrer angekommen. Und der Helmut ist auch da. Ja. Und wir fahren jetzt zur Sächsischen Schweiz. Der Tank wird aufgefüllt. So, wir fahren hier jetzt gerade mit dem Bus hier lang. Zum nächsten Spot, damit wir dort hier, wie heißt das nochmal? Bier trinken können. Genau, dort Bier trinken können und die nächste Tour beginnen können. So muss das sein. Bier trinken. Prämisal Bier trinken. Hier vorne ist der Gastgeber. Ach, das ist krank, was wir hier machen. Jetzt wird Ware hier geliefert. So, Wanderungsstart kommt. Der alpine Absturz ist nah. Jetzt laufen wir bei Minusgraden zu dorthin, wo wir später pennen werden. Zu dorthin, wo wir später pennen werden.
Hier ist ganz viel weißes Zeug, was uns die ganze Zeit belästigen tut. Guck mal hier. Ich hab mal, hier, wie heißt es nochmal? Es muss noch mehr drauf. Ich hab eine Schneehose an. Es läuft gut. Guck dir diesen Bekloppten an. Ist abgehärtet. Mit kurzen Hosen macht er das einfach. Verbuddelt sich einfach. Geht verbuddeln, genau. Das ist ja nicht guck mal hier. Wir kommen von da unten hochgelaufen. Und wir müssen noch ein paar Meter machen. Und dann bauen wir Lager auf. Guck mal, hier vorne sind Felsen und sowas. Wir haben Felsen gefunden. Und deswegen haben wir hier Planen aufgestellt. Ganz viel Plane. Damit wir hier alle drauf pennen können. Das wird richtig geil sein. Das wird richtig cool sein, hier zu pennen. Bis später. Da hängen wir später hier hin irgendwo. Ja. Oh, diese Tasche ist gerade runter umgekippt. Das hier, das ist unser Schlafplatz. Das wird jetzt gerade aufgebaut. Hier pennen wir heute. Das ist ganz wichtig, dass wir hier heute pennen. Wird gekocht! Jetzt kocht, kommt! Was gibt's denn Leckeres? Das weiß er selber noch nicht. Aber das wird gleich gefressen. Deswegen ist unser Abendbrot. So, fressen ist fertig. Ja, bitte. Okay. Bleib mal da, wo es ist. Also angenehm, oder? Das ist unser Abendbrot, wie das heißt. Guck mal, dieser Helmut, der genau da vorne steht, er hat das hier aufgeblasen. Mit Pumpsack. Dieses Prachtexemplar hat er aufgeblasen, oh, mit Pumpsack. Ich werde heute auf das hier pennen, was mir Rob geschickt hat. Das ist mein Prachtexemplar. Aber das hier, das ist eine richtige Mottenmade. Der hat genau diese Farbe. Das ist eine richtige Made. Ein Madenexemplar, was weich macht. Weil diese ganzen Maden, die sind zu weich und sowas. Deswegen ist das weich. Deswegen ist das ein richtiges Madenexemplar. Guck mal hier. Wir pennen hier unter diesen Felsen bei Minusgraden. Wie das aussieht, diese Felsen, das zeige ich euch morgen. Aber heute noch nicht, weil es ist zu dunkel. Und wir pennen jetzt erstmal hier eine Runde. Das machen wir, aber so richtig. Ich war eine Küchenschabe. Aber so richtig. Guten Morgen. Wir haben genau hier gepennt. Hier unter diesen verranzten, wie heißt das Ding? Fels. Und das ist kalt. Sehr kalt. Und alles zugeschneit. Mein Gehirn schwappt rum. Ich bin nicht fit. Ich muss pennen. Weil der Schlafrhythmus total im Arsch ist und das immer schneller dunkel wird, ist das schon wieder dunkel geworden. Und jetzt wird hier vorne Glühwein gemacht. Heidelberg Glühwein. Ich glaube, wir werden alle krank. Ich nicht. Wir schon. Es ist so kalt, Archie. Es geht noch. Nehmen wir das zurück? Ja, Dorin, mein Freund! Jawohl! Wir sind angekommen. Fick dich, das ist hier selbst. Ein neues Bier ist geholt. Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Das ist fantastisch. Jawohl, hier vorne ist Glühwein. Und das hier,
Das ist dieses verranzte Wasser, was warm gemacht wird. Schneewasser. Das wird aufgekocht für sowas hier. Aber das hier ist Glühwein. Ich freue mich gleich auf Glühwein. Ja. Glühwein ist gut. Tori, du Sau, du! Jetzt wird Fressen gegrillt. Nimm dir bitte, wir müssen das unbedingt verwerten. Grüß mal den Tatschen von mir, bitte. Ich grüße dich. Das muss duscher werden wie mein Kopf. Es muss genauso durch werden wie mein Kopf. Also, ist ganz, also mindestens. Hodensack. Boah, es ist kalt. Das Bier hat schon so kleine Klumpen drin, weil es gefroren ist. Das ist so schön. Bestes Wetter für meine Alljahreswetterhose. Morin! Ja. Schinken hast. Schinkenpower! Das ist gutes Schinken, das ist gutes Fett. Ja, Fett ist gut. Das ist gutes Fett mit Fett dran. Ich hab eine Bumse, eine fette Bumse jetzt gerade. Ich bin eine Mistgabel und ich liebe dieses Miststück. Urin! Urin! Ich bin eine Mistgabel. Du bist ein sehr guter Mann. Absolut krank. Nächster Tag ist angebrochen. Es beginnt. Und guck mal hier. Das ist da hinten, das ist alles zugeschneit. Ich muss pissen. Und wir müssen bald den ganzen Scheißweg zurücklaufen. Und das ist auch eine Menge Bier. Mit ganz viel Bier. Guck mal, wir haben genau hier gepennt. Hier, wo dieser ganze Schnee rumliegt. Wir haben die ganze Zeit Minus gerade gehabt. Klebeband rum, oder? Ganz brav. Und einfach mein Gehirn schwappt rum. Aber ich habe eigentlich ganz gut gepennt. Ich habe das Gefühl, dass mein Becken rumschrappt. Wo hast du das Wasser hier? Das hier, das war unser Schlafplatz gewesen. Unter diesen, wie heißt das Ding nochmal? Unter diesen Felsen mit Schneeaussicht. Das hat geschneit. Als noch keine Schamhaare an mein Kinn gewachsen sind, da sah ich noch aus wie so ein Milchgesicht. Wie so ein richtiger Kondensmilchkopf. 8,10. Don't fry! 10,65. 6,1. 19 irgendwas. Gute Schienen, ich brauch Speis. Jawohl. Frühstück ist fertig. So, die Sachen sind eingepackt. Und jetzt laufen wir zurück. Ich bin immer noch ein Kondensmilchgesicht. Erstmal ein Rückwegebier. Geprost. Verfahren!
Der verdammte Wand! Ja. Es ist rutschig hier. Also dreh dich rutschig und scheiße. Hier kann man runterrutschen. Ich bin gerade weggerutscht. Ich bin auf meine Hose gefallen. Einen schönen Stunt machen wir halt. Erstmal ein Bier trinken. Naturkampf. Guck mal, Voll Fettfelsen. Felsen mit Fett dran. Voll Fettfelsen. Diese Felsen sind so hochgewachsen. Die Taschen sind anstrengend. Vorne ist ganz viel Bier drin und hinten sind andere Sachen drin. Aber dieses Mal wurden wir von diesen ganzen Mücken in Ruhe gelassen. Die sind nicht angekommen, um zu stechen. Fressen gefunden. Ich habe schon mal so heftig und gewalttätig in die Hosen reingeschissen, dass nichts passiert ist. Und hier vorne liegt überall dieses weiße Zeug, was mich schon öfters belästigt hat. Hier liegt ganz viel davon. Ich trage die ganze Zeit so ein verschmandigten Gehirn auf mir drauf. Den schleppe ich mit mir rum. Ich weiß nicht, wofür ich den brauche. Es muss mehr Baumrinde gegessen werden. Baumrinde ist gut. Baumrinde ist richtig gut. Guck mal, hier vorne ist sächsisches Schweizeis. Und hier vorne hängt noch mehr Eis rum. Und da hinten da steht ein Haus rum. Ich glaube, wir haben die meiste Strecke schon gemacht. Guck mal, da hinten ist ein Fluss. Und hier vorne spritzt flüssiges Wasser rum. Das ist sauberes Wasser sogar. Das kann man saufen. Das ist genau dieses Wasser, was da aus dem Rohr raus gespritzt kommt. Da ist eine Alge hängen. Das ist gutes Wasser. Das ist saufbares Wasser. Also ein Wasser zum Rumsaufen, was man in sich oral reinschieben muss. Dieses Wasser ist das. Das muss man. 20 Liter Duschwasser ist das noch. Ja, genau, davon haben wir auch Duschwasser mitgenommen gehabt. Auf einer anderen Tour. Das hatte ich dokumentiert. Aber ich habe vergessen gehabt, welches Video das nochmal war, wie das heißt und so. So, wir trennen uns jetzt. Und zwar, ich fahre mit dem Gastgeber mit dieser urinfarbigen Straßenbahn woanders hin. Kleinste Straßenbahn in Deutschland. Genau, das ist die kleinste urinfarbige Straßenbahn von Deutschland. Und da werden wir jetzt einsteigen. Die Bahnmacke? Das ist die kleinste urinfarbige Straßenbahn. Die ist schön laut. Die urinfarbige Straßenbahn macht Geräusche. So, wir sind gerade von der urinfarbigen Straßenbahn ausgestiegen. Und jetzt gelaufen wir zur nächsten Fähre, um damit rumzufahren. Wir sind gerade durch diese Ortschaft durchgelaufen. Und guck mal hier. Hier vorne schwimmt eine Fähre rum. Da werden wir gleich auch drauf gehen und uns darüber transportieren lassen. So richtig verschmandigt. Wir müssen hin. Guck mal, wir fahren jetzt gerade mit der verschmandigten Fähre über diesen Fluss rüber. Und wenn wir gleich rübergefahren sind, dann werden wir zur nächsten Bahnhaltestelle hinlaufen und dort mit dem Zug nach Dresden zu fahren. Und wenn wir in Dresden angekommen sind, dann erstmal fressen. Achso, guck mal, hier vorne. Wir sind schon da, wir sind angekommen. Aber wir müssen noch da oben hoch zum Bahnhof, weil unser Zug da kommt gleich in 5 Minuten.
Der muss schneller machen. So, wir sind jetzt hier auf diesem Bahnhof. Wir haben gerade Fahrkarten gekauft. Und da drüben wartet auf uns unser schmandige Zug, der uns nach Dresden hinführt. Da werden wir gleich auf jeden Fall Bier trinken im Zug. Da freue ich mich drauf. Haben wir noch genügend Bier? Ja, wir haben noch ganz viel Bier hier. Der ganze Rucksack ist voll davon. Hier vorne wartet so unschuldig diese Bahn auf uns. Komm, wir haben schon angestoßen. Ganz vergessen. Mit unserem bayerischen Bier nicht zu vergleichen, aber... Das ist ein Bierzug, glaube ich. Ich bin eine Mistgabel. Hier! Ach nee, da hinten. Genau, da hinten ist unser Zug. Der steht da vorne. Und hier, ich habe mich mit Herrn Gastgeber verabschiedet und jetzt ist Helmut hier, weil der fährt mit, ja, mit demselben Zug. Geprost! Ich grüße Salmik! Ich grüße Hennin. Ich grüße Janaya. Ich bin schon wieder zu Hause angekommen und ich habe schon wieder Fanpost bekommen. Diese zwei, die habe ich gerade abgeholt von der Packstation und diesen hier, den habe ich schon vorher abgeholt. Aber dieser hier, der gehört mir nicht. Da hat die Heil Scheiße gemacht. Der gehört einer der Kerstin. Das wurde irgendwie bei mir abgelagert. Ich weiß auch nicht warum. Und Kerstin kenne ich gar nicht. Aber weil ich so eine richtig unkomplexe Hetero-Drecksau bin, bin ich mal nicht so und öffne es nicht, sondern reiche das ganz brav von Kerstin weiter. Deswegen werde ich das jetzt nicht öffnen. So, was hier drin ist, weiß ich bereits schon. Ungefähr. Aber was hier drin ist, weiß ich tatsächlich noch nicht. Deswegen werde ich den hier als erstes öffnen. Ich bin sehr gespannt drauf, was hier drin ist. Ah ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist diese Tasche. Hier, wie heißt das denn? Getränkehalter. Hier ist ein Brief. Ja, ich muss den zensieren. Ich habe gerade Zensur gemacht. Ein Geschenk von Michael S. Weihnachtsgeschenk für dich. Deine Videos bereiten mir sehr große Freude und sie erinnern mich an alte Zeiten. Danke dafür und Grüße aus dem bergischen Land Köln. Vom Michael. Salmik. Von Michael S. Vielen, vielen Dank dafür. Der hier, der war auf jeden Fall in meiner Amazon-Wunschliste drin gewesen. Aber irgendwie habe ich keine Benachrichtigung bekommen, dass der hier am Verschicken war. Ich werde euch zeigen, wofür ich genau diesen hier brauche. Und zwar, ich habe hier diesen Tasmanian Tiger Daypack. Und das hier, das ist ein Getränkehalter. Und der hat hier diese Teile hier. Und genau, man kann das hier so reinflochten, dass man das hier modular dran platzieren kann. Das mache ich jetzt einmal. Jawohl, ich habe es hier gerade dran gemacht, hier an diesen Daypack. Jetzt kann ich hier eine Wasserflasche reinmachen und das so mit mir rumtragen. Damit diese Wasserflasche, weil so eine Wasserflasche, das hat sehr viel Platz. Also das verbraucht sehr viel Platz. Und wenn das dann hier drin ist, dann habe ich weniger Platz für Bier. Deswegen habe ich das hier in die Liste reingepackt. So, jetzt dieser Fanpaket. Ich weiß bereits, was voraussichtlich drin ist. Jawohl, ein Victorinox Taschenmesser. Ich grüße dich, André. Vielen Dank für den Taschenmesser. Weil guck mal hier. Ich zeig euch mal was. Weil guck mal, das hier, das ist mein alter Victorinox Taschenmesser.
Und den habe ich schon seit der, wie heißt das Ding nochmal? Seit der, ich glaube, 4. Klasse oder so. Und das habe ich ganz oft benutzt. Und zwar so oft benutzt, dass die Schere kaputt gegangen ist. Der geht nicht mehr zu. Und hier ist so eine Spitze die ganze Zeit. Das heißt, wenn man den hier in der Hosentasche drin hat, dann reißt das den ganzen Bein auf. Und deswegen ist das scheiße. Deswegen brauchte ich nur ein Victorinox-Taschenmesser. Deswegen trifft sich das gut. Und guck mal, ich habe hier zwei hochwertigere Pullovers gekauft. Hier vorne geht's zu meinem Männertags-Vlog 2022 in Dresden. Das Video ist wunderschön versifft und erkältet im Kopf. Deswegen gibt euch das.